Leute, guckt mal das an. Oh mein Gott, ich sterbe hier noch. Oh mein Gott. Und guckt mal das, wartet. Wartet. Guckt mal, das Auto schwimmt einfach. Ich werde sterben, das ist auch bei uns. Aber bei uns ist das nicht so. Es war in der Nacht, aber jetzt nicht mehr. Die Feuerwehr kann nicht mehr durch. Ich flieg gerade aus. Und ich zeige euch jetzt bei Tim. Bei Tim. Wo gibt's hier Tim? Von TikTok. Und bei ihm. Oh mein Gott. Hat es auch Überschwemmung gegeben. Im Keller. Oder die ganze Wohnung. Also ich zeig mal, das ist der Anfang gewesen und das ist jetzt der letzte und das von, ja, von Jule. Fangen wir mal an. Scheiße, ich muss sofort nach Hause. Unsere ganze Wohnung steht unter Wasser. Mein Smart läuft gerade voll. Ich zeige euch mal ganz kurz, was in meiner Stadt abgeht. Meine Mama ist nicht zu Hause, weil sie im Urlaub ist. Ich habe die Wohnung alleine gelassen, weil ich mich mit Jana treffen wollte. Und unser ganzer Keller ist voller Wasser. Meine Mama schickt mir die ganze Zeit Videos von unseren Nachbarn. Und guckt euch das mal bitte an. Das hier ist einen Meter tief. In Köln geht es heute sogar, aber ich wusste nicht, dass es in meiner Stadt so schlimm ist. Deswegen, ich muss jetzt sofort nach Hause fahren. Ich weiß gar nicht, ob ich mit meinem Auto fahren kann, weil mein Auto geht safe unter. I mean, schaut euch das mal bitte an. Mein Auto packt das nicht. Ich nehme euch auf jeden Fall auf TikTok mit und der nächste Teil kommt auch gleich. Ich muss nur jetzt erstmal ganz schnell in die Bahn einsteigen, zu meinem Auto fahren und dann von meinem Auto nach Hause. Jenny hat mir schon gesagt, dass unsere Waschmaschine komplett Schrott ist. Ich habe übrigens noch viel mehr Überschwemmungsvideos in meiner Story, also schaut euch das gerne an, Leute. Es ist einfach gerade nicht mehr lustig. Ich nehme euch da jetzt auch mit. Also, los geht's. Ja, das ist jetzt Part 1 gewesen, jetzt kommt Part 2. Wir haben halt ein arges Problem, weil meine ganze Wohnung läuft gerade voll mit Wasser. Und ich kann nicht nach Hause, weil die Bahnen nicht fahren. Hier fährt auch die ganze Zeit der Notarzt und ich komme nicht nach Hause. Leute, unser ganzer Keller. Alles. Ich verstehe vor allen Dingen gar nicht, warum das so schlimm in meiner Stadt ist, weil hier in Köln sieht eigentlich alles normal aus. Meine eine Nachbarin hat mir gerade geschrieben und meinte, dass wir gleich die Feuerwehr rufen müssen, weil die das Wasser abpumpen. Meine Mutter ruft mich ununterbrochen an, aber ich bin halt nicht zu Hause. Ich komme nicht nach Hause, das versteht sie nicht. Ich kann nichts machen. Hier, schon wieder eine Durchsage. Ich komme einfach nicht nach Hause. Ich habe gerade geguckt und das Taxi würde 250 Euro kosten. Soll ich das jetzt machen oder warte ich auf die Bahn, bis sie in 3 Stunden mal fährt? Ich habe einfach gerade schon in meiner Story halb geheult. Ja, läuft. Oh Gott. Das nächste TikTok kommt dann, wenn ich aus der Bahn wieder raus bin. Ich nehme euch jetzt in meiner Story mit. Ja, das ist jetzt Part 2, aber er hat Taxi genommen. Mein Nachbar hat gerade gesagt, dass die ganzen Gartenmöbel wegschwimmen. Ich würde ja gerne das Taxi nehmen, aber es kostet einfach 250 Euro und ich habe kein Bargeld. Kann man in einem Taxi mit Karte zahlen? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Ich hoffe, es ist nicht dumm. Weil da unten stehen ja total viele Taxen und ja, meine Bahn kommt auch immer noch nicht. Während ich hier jetzt seit einer halben Stunde stehe, läuft halt bei uns die Bude voll. Ich gehe jetzt nach unten und ich glaube, ich hole mir ein Uber. Ich würde ja mit dem Uber fahren, aber da oben steht hohe Nachfrage und der wäre auch erst in einer halben Stunde an meinem Zielort. 52 Euro ist verhältnismäßig okay, aber ich glaube, ich gehe jetzt zum Taxi und frage mal, ob man damit Karte zahlen kann. Ich bin nachher eigentlich auch nochmal mit Diana verabredet. Könnt ihr vielleicht kurz Diana markieren und ihr einfach sagen, dass ich nicht weiß, ob das noch was wird mit der Verabredung? Könnt ihr es bitte einfach machen? Ja, okay, wo sind jetzt hier die Taxis? Heißt es Taxis oder Taxen? Okay, ich frag den jetzt. Es geht! Es geht jetzt erstmal zu meinem Auto. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut euch meine Story an. Also, ich nehme euch mit. Ist die Feuerwehr schon da? Also, wenn ist das bei mir passiert und ist mein Tablet schon tot, dann heult euch. Weil mein Tablet ist alles, was ich will. Okay, Leute, scheiße. Hier ist schon die Feuerwehr und das Wasser wird abgepumpt. Ach du Scheiße, ich komme da nicht mal durch. Ich komme nicht mal zu unserer Wohnung. Fuck, was soll ich... Alter. Sorry, ich weiß halt gerade for real nicht, was ich machen soll. Das Problem ist, ihr wisst nicht, wie sehr meine Mutter ausrastet, wenn unsere Waschmaschine wirklich kaputt ist. Aber ich meine, bei einem Meter Wasser könnte das ja durchaus passieren, ne? Ey, ich habe gerade angehalten und eine Nachbarin meinte, ich wäre zu spät gekommen, weil jetzt schon alles am Arsch ist. Irgendeine Waschmaschine hat Funken gefangen und wenn das unsere ist, Alter, dann raste ich aus. Ich bin auf jeden Fall jetzt zu Hause. Oh mein Gott, es tut mir so leid, ich war den ganzen Tag in Köln, ich habe gar nichts mitbekommen. Ist irgendeine Waschmaschine kaputt? Alles kaputt? Auf jeden Fall professionell aus hier. Ach du Scheiße.
Okay, es wird hier gerade alles abgepumpt. Problem ist, unser ganzer Bach ist überflutet. Ich zeig euch das mal kurz. Wie sieht's aus? Unser ganzer Bach ist überflutet. Ich gehe jetzt mal in die Wohnung rein und in den Keller. Falls ihr es sehen wollt, schaut euch meine Story an. Okay. Ja. Und es kommt nicht jetzt... Ich weiß nicht, was passiert bei ihm, aber es ist Nacht. Es ist Nacht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, die Waschmaschine ist safe Schrott. Schau dich das mal bitte an. Also, unsere Waschmaschine wird safe Schrott sein. Ich hab... Oh mein Gott, oh shit. Ach du Scheiße, hier ist halt wirklich ein Fluss im Garten. Oh Gott, die armen Mäuse da hinten, oh Gott. Das Problem ist, ich komme gerade nicht in unseren Keller, weil da abgepumpt wird. Ich muss aber in unseren Keller, weil meine Mutter gesagt hat, ich soll ihr ein Foto von der Waschmaschine schicken. Ich gehe jetzt erstmal zu Jenny, also meiner Nachbarin, mit der ich das Date hatte, weil ich bin gerade komplett alleine und ich pack das nicht. Oh mein Gott, schaut euch das an. Das ist einfach ihr Auto gewesen. Man sieht's halt nicht mehr. Das, was ihr da seht, ist übrigens unsere Wohnung, also meine, aber ich komme da nicht hin. Einfach dieses Blaulicht da oben an den Wänden. Wow. Ein Nachbar von uns zieht einfach jetzt aus seiner Wohnung aus, weil er da nicht mehr wohnen kann. Okay, ich gehe jetzt mal runter. Oh mein Gott, what the hell? Hatte ganz vergessen, dass wir auch noch einen eigenen Keller haben. Oh Gott. In meiner Story geht's jetzt weiter, verpasst es nicht. Und ja, eigentlich, das ist jetzt Jule, aber wir brauchen jetzt nicht Jule und tschüss.